Hey und willkommen hier zum The Sims 4 Base Family Community Showcase. Das ist das Video, in dem ich zeige, was für Räume ihr gebaut habt für dieses wundervolle Haus. Ja, in der 8. Folge, glaube ich, war das, habe ich euch dazu aufgerufen, noch nicht mal, ja, 4-5 Tage jetzt her, einen Raum einzurichten, und zwar hier oben. Und dazu habe ich diesen Raum hier hochgeladen, den Lehrraum aus dem Base Family, und ihr konntet den einrichten. Jetzt gucke ich mal, was ihr gemacht habt. Das ist so viel Inspiration, so viel Kreativität, und die Galerie zeigt wieder nichts an hier. Bah. Ich habe schon mal vorbereitet hier. Alle Räume sollten mit dem Hashtag Base Family in die Galerie hochgeladen werden, ne? Und ich habe es gesagt, nach ein paar Tagen, wirklich, ist so krass. Es sind wieder etliche Räume, und das ist wieder einer schöner als der andere. Es ist echt so krass und so kreativ. Ich muss zugeben, ich habe schon ein bisschen zu reingeguckt vorher, ne? Ich konnte dann gar nicht mehr aufhören. Ich habe gedacht, jetzt muss man anfangen aufzunehmen hier. So, also wir haben, also es ist wirklich Wahnsinn. Es ist so krass einfach, ne? Also es geht immer noch weiter. Es ist wirklich, 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 wirklich abnormal. Und ja, ich habe es dir mal gefiltert nach am beliebtesten, weil das sollt ihr ja bitte, bitte machen. Immer so Herzchen vergeben, runterladen, und dann, ja, dann werden die hier angezeigt. Ganz oben die beliebtesten Räume gucken wir uns heute an, und wir fangen an hier mit der Nummer 1 momentan. Fry's the French hat das hier gebaut, ein Kinderzimmer. Ich habe es ja auch so ein bisschen gesagt, ne, so, ja, ich hätte oben jetzt ein Kinderzimmer eingerichtet oder ein Teenagerzimmer. Und ja, sehr cool, oder? Ne, mit der Leiter, mit der Poolleiter hier, wie das Stockbett, für das Doppelhochbett. Und wow, das ist richtig cool, auch viel Hashtag grün. Sehr, sehr cool. Wir gucken mal weiter, hier haben wir ein Jugendzimmer von Arabella Joa. Yay, wow. Wow, ja, ja, jetzt kommen wieder die Mädchen hier mit dem Rosa rein in Space Family. Das habe ich mir auch schon so ein bisschen gedacht, weil mit der Farbe habe ich hier dieses Mal gespart. So. Ja klar, wieso nicht? Wieso nicht noch ein Bad? Ja, ein mega cooles Bad hier von Sivas Katzi 58. Ein paar gucken wir uns auch immer an. Sehr coole Idee, hatte ich auch mal so gemacht im, wo war das denn? In der Design Villa, glaube ich. Wow, sehr cool. Gucken wir mal hier. Nee, das war das High-Level-Tool. Wow, ist auch schön. Ein Teenagerzimmer, aber ist cool mit dem Spiegel und dem Schreibtisch. Und wir gucken uns das mal an, wie das funktioniert, weil ihr könnt euch natürlich dann auch beliebige Räume platzieren. Wenn ihr dann einen Teenager habt, ne, holt ihr euch ein Teenagerzimmer. Wenn ihr ein Kind habt, dann macht ihr ein Kinderzimmer. Oder wenn ihr Bock habt auf den Fitnessraum, dann holt ihr euch den Fitnessraum. Ich bin sicher, da gibt es auch einige hier drin. So, das platziere ich jetzt mal. Das könnt ihr euch dann auch später einfach platzieren aus der Galerie. Ne? Der passt hier genau rein, weil wir haben ja hier, ne, genau die Größe, und die Türen sind an der gleichen Position als Fenster und so. Und dann kann man das hier so platzieren. Die Lampen werden ins Haushaltsinventar platziert, macht nichts aus, solange alles andere da bleibt. Und jetzt hat man da einen schönen Raum, ne? Und den kann man sich, boah, das ist echt cool, passt auch voll gut rein irgendwie zum Stil des Hauses. So ein bisschen moderne, Base Game natürlich only, hoffentlich. Habt ihr das gemacht? Ich hoffe doch. Sehr, sehr cool, wow. Ja, ein sehr schönes Zimmer. Sehr, sehr schön. Doch, muss ich echt sagen. Passt auch hier so ein bisschen was Kunst mit nach oben genommen. Wir haben ja letztes Mal hier den Kunstarbeitszimmerraum hier eingerichtet und den Wintergarten. Den Wintergarten hier. Ja, und jetzt hier gibt es eure Zimmer. Es ist so krass, ne? Ich mache das mal wieder weg und wir gucken, was es noch gibt, weil wir kommen ja das Geld zurück, ne? Ich musste hier schon cheaten. Jetzt macht ihr wieder eine Unsortierung, findet hier schon wieder statt, hier von der Galerie. Das mag ich gar nicht. Ich will ja durchgehen, so. So, und auch schon mal sorry, ich kann in diesem Video nicht alle zeigen, sonst würden wir alle morgen noch da sitzen. Aber es lohnt sich da wirklich reinzugucken. Wir haben hier nochmal ein Base Bathroom Modern von Cindy078. Danke auch dir fürs Mitmachen. Sehr, sehr schön. Und dann noch so ein bisschen alte Spiegel. Das finde ich auch ganz witzig. Und das ist halt auch wieder Stil, wenn man es mit, wenn man ganz alte, verratzte Möbel irgendwie, so Antiquitäten-Dinger, mit sowas Modernen mischt, dann passt es irgendwie wieder. Luna Bills hat das Base Game Dream. Hier kommen wir zu sagen, nochmal so ein Mädchenzimmer hier. Na, und wenn das hier nicht so reinpasst, weil, ja, das jemand irgendwie anders halt von der platziert hat, dann könnt ihr einfach Punkt und Komma drücken. Und dann passt das dann hier, ja, da ein Puzzlestück, ne, so ein bisschen. Wow, eine schöne Wand hier, und da, wow, das ist so eine Halbwand. Oh, hast du die Tapete vergessen, guck mal hier. Macht aber nichts. Ist gleich ausgebessert. Und da haben wir jetzt so einen schönen, schönen Durchgang. Wow, wie cool. So ein bisschen separiert das Bett. Und ja, voll schön. Richtig schön gemütlich auch. Sehr cool, gefällt mir echt gut. Hat die Geburtstag gehabt hier. Cool. Sehr cool. Na, also es wird immer was dabei sein, was ihr auch sucht für euer Base Family Haus. Jetzt schon wieder alles umsortiert. Mann, wow, da sehe ich wieder so tolle Sachen hier. Ne? Ich möchte das eigentlich gar nicht wegmachen. Aber es ist so krass.
dass die Galerie das über sortiert. Ja. So, wir gehen mal weiter. Was haben wir hier? Wow, Mädchenträume werden wahr mit 400-26021. Sehr cool. Wow. Auch wieder rosa. Pink Girls Room hier von Fries the French. Oh, du hast auch mehrere gebaut. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Hier Pink Girls Room und hier, ne, der Base Game Boys Room. So. So, was haben wir hier? Teenagerzimmer. Ja, wow. Auch schick. Und hier, Tode Ton. Yay. Auch cool mit den Farben, ne? So, es ist sehr urlaubsmäßig. Ich mag das ja. Wow. 20 Liter 04. Danke dir auch fürs Mitmachen. Und hier haben wir was von Quen He. Kann ich nicht lesen. VKC. Auch in die Richtung so ein bisschen. Finde ich sehr cool, die Idee mit den Schränken und dann hier versteckt. Das gucken wir uns mal an. Ich finde es ja auch immer ganz klasse, sowas zu machen, weil es ist auch hier immer wieder Inspiration drin und das ist eben Community, ne? Das ist einfach Community. Jeder macht da auch was anderes draus. Ich finde das so spannend, ne? Also jeder macht da irgendwie was anderes draus und trotzdem haben alle die gleiche Voraussetzung. Alle haben das gleiche Video angeguckt. Alle haben mein gleiches blödes Gelaber angehört. Ist immer voll komisch, wenn ich dann die vielen Zimmer sehe. Dann denke ich immer, wow, die mir alle auch das Video dann angeguckt, wie ich laber da immer so. Das ist so krass, das ist voll cool. Hier, guck mal hier die Idee mit den Hängeschränken, die da einfach so rein zu versetzen. Hat man gleich so Nachttischschränke und trotzdem modern und hier trotzdem so ein bisschen, das ist echt cool. Das Bett hier auch rein versetzt, flackert ein bisschen, aber ja, da kann man noch ein bisschen tricksen. Ne? Das kann man ein Stück weiter nach hinten oder vorne platzieren und dann passt das auch wieder. Sehr cool. Also ich finde das so toll, dass man unsere Kreativität hier teilen kann. Ja, dass wir unsere Kreativität hier teilen können und da einfach gemeinsam uns Ideen auch noch holen. Das ist immer das Coole daran, ne? Man macht da irgendwas, man hat was Gemeinsames hier irgendwie. Es ist so klasse einfach. Was haben wir noch, Stier? Was haben wir noch? So, die Galerie, die ihr entlädt sich hier wieder. Da, nochmal ein Badezimmer. Wollt ihr nochmal ein Badezimmer? Wir haben oben schon zwei Badezimmer eingeplant. Hier, blau, schwarz, weiß haben wir hier. Von 20 Lilo 04. Es ist auch richtig, richtig krass. Richtig, richtig krass. Schönes, modernes Badezimmer. Und da unten haben wir ein Baby-Dream-Zimmer. Wow, auch von 20 Lilo 04. Das ist auch wieder ewig viel gebaut, ne? Krass. Voll schön. Hier mit so einer kleinen Spielecke mit so einem Zäunchen. Hier so die Windelwechselstation. Windelwechselstation. Ja, das ist der Wickeltisch. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Wow. Richtig schön. Wow. Ich wollte auch noch ein Kinderzimmer bauen hier. Wow. Aber das ist auch cool mit den Köpfen hier. Habt ihr die Kuscheltiere hier geköpft oder was? Oder was sollten die eigentlich oben sitzen und der Move-Object hat es wieder verrissen? Ich weiß es nicht. Aber es ist sehr schön. So kleine Details. Auch hier noch so ein bisschen Spielzeug drin. Und ja. Amazing, it's amazing. Schön auch diese Nische hier ausgenutzt vom Platz her, von der Aufteilung, ist ja auch mal ganz wichtig, ist auch immer ganz, ganz kreativ, sag ich jetzt mal, wie teilt man das auf und wie macht man das und so, ne? Das ist auch immer so eine Schwierigkeit, finde ich. Sehr gut gelöst. Wir gucken noch weiter. Es macht so viel Spaß. Schlafzimmer grün hier. Christina, auch wieder mitgemacht. Sehr, sehr cool. Wow, das gefällt mir echt gut. Also auch so persönlich, ne? So würde ich mir auch so einrichten. So, was haben wir? Ein Teenboy-Room. Wow, cremig. Von cremig. Ja, ist auch ein ganz anderer Stil. Ich finde es auch so spannend, ne? Es kommen so viele verschiedene Stile hier vor. Und es ist das gleiche Zimmer, ne? Es ist so krass, wie unterschiedlich die aussehen können. Sonnenblumen 20, auch hier mitgemacht. Cool, wow. Wow, mal was in Rot, Hochbett, Kindertraum mit Stufen und ums Eck und alles war voll schön. Von Disturbedia, danke dir auch fürs Mitmachen hier, wow. Kinderzimmer blau und rosa, das ist auch eine tolle Idee, hier diese Regalbretter als Leiter zu nutzen. Da steht zwar was drauf, aber es ist eine sehr, sehr coole Idee, Wahnsinn. Viele haben das Bett so unter das Fenster gestellt, ich glaube, ich hätte es auch so gemacht. So, Teenager-Room, ein Teenager, eine, der Tee nagt. Okay, ja, schön, finde ich richtig gut, schöne Farbkombi, auch mit dem Stein, hatten wir jetzt so
auch, glaube ich, noch gar nicht so richtig. Das ist auch spannend. Ist natürlich so ein bisschen, ne, mit der Außenfassade muss dann halt so eine, ne, so eine Stein-Fake-Tapete sein oder so, aber das passt echt gut rein. Ist ein schöner Kontrast, ist irgendwie langweilig, ne, wenn man überall die gleichen Tapeten macht. Sehr coole Idee von Milo Gar war das. Und das Tennenschlafzimmer. Also sich ein bisschen vertippt hier, aber echt schön. Rosa und weiß. Ja, von Minzen 1427. Child Room von Luna Bills. Wow, auch hier wieder mit dem Stein. Sehr cool. Wow. Gefällt mir echt, echt gut. Gefällt mir richtig gut. Ne? Man muss nicht immer die Kinderbetten nehmen. Ist echt, 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 echt nice. Ja. Genau, hier wird schon geschrieben, ist, glaube ich, die falsche Wandhöhe. Hier, ja, ja, man muss ein bisschen tiefer machen. Man muss die normale Wandhöhe nehmen, die unterste. Lissy, 1411. Wow. Ein Mädchen-Teenager-Zimmer. Ja. Wow. Krass, ne? Auch hier wird die Aufteilung jetzt dieses Mal hier den Schreibtisch da hinten rein platziert. Das finde ich auch richtig gut, ne? Das ist auch eine tolle Nische dafür. Und dann gehen wir mal weiter mit dem Kinderzimmer von X Ruski. Was weiß ich, kann ich nicht lesen, will ich auch nicht hier bei. Kinderzimmer 2.0, auch hier wieder mit der Schrankwand. In jedem Zimmer ist eine Besonderheit dabei. Oder hier dieser Eckschreibtisch, total cool, total schön, auch detailliert. Ja, ihr wisst, ich mag das auch. So, wow. Wow, ein warmes Badezimmer von Vanni Cool. Auch wieder du, ja, es war mir klar, dass du mitmachst, ne? Sehr krass, wir gucken mal rein. Wow, sehr schön. Sehr, sehr schön, wow. Amazing. Schöne Abtrennung hier auch mit der Badewanne. Finde ich echt cool. Auch hier wieder die Spiegel so als Trennwand genutzt. Richtig, richtig schön. Auch mit den Lampen da oben. Na, wow. Wow, wow, wow. Richtig schön warm. Das stimmt, das ist wirklich warm. Cool. Hier auch viel Mühe gegeben mit dem Move-Objects. Ich sehe es hier. Man sieht das immer dann. Ja, und da die Tische. Ne, es ist so toll, die Idee, das als Regal zu nutzen. Das sind Tische. Das sind einzelne Tische, ne? Höhenverstellt, G. Ihr kennt es ja. Ah, das ist gar nicht Move-Objects, weil die Dinger bleiben ja auf dem Tisch und dann kann man das mit dem Tisch nach oben verschieben. Auch ein toller Trick, ne? Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Wow. Hier kommen wieder zig andere hier. Ich muss jetzt aber wieder zurück zu der Standard, dass ich hier ein bisschen Ordnung bekomme. So, wo waren wir stehen geblieben? Wo waren wir stehen geblieben? Es tut mir jetzt schon leid, wenn ich euers überscroll oder nicht finde. Es ist einfach zu viel. Aber guckt das selber rein. Ich kann euch nur dazu aufrufen. Und auch wenn das Base Family noch nicht fertig ist, wenn es fertig ist, könnt ihr das frei kombinieren, diese Räume. Was ihr wollt, dann könnt ihr mal einen Partyraum machen. Oder ich sag, hey, der Teenager, der ist jetzt irgendwie ausgerastet, der bekommt jetzt hier so ein Base-Game-Team-Room von Fries the French. Ne? Das ist für jede Altersgruppe und für jeden Anlass, die einen Raum erstellt, kommt mir so vor. Sehr cool. Okay, platzieren hier bitte. So, wow. Wow, wie detailliert das wieder ist. Ne? Es ist so krass. Ich finde das einfach Wahnsinn. Es ist so cool. Es ist so cool. Es ist so ein richtig schönes Teenagerzimmer, ne? Tapete finde ich ein bisschen zu krass, ne? Wer macht so eine Tapete, also so eine Steintextur da rein? Die Eltern, die würden ja ausrasten, aber wenn die, oh, ist echt cool. It's amazing, Leute. Ich weiß gar nicht, wo wir zuerst hingucken. Es ist so cool. Da liegt noch ein Fisch. Cool. Wow. 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 Respekt, wirklich. Also echt, echt cool. Aber mit dem Pfeil, eine total tolle Idee, das Eckregal hier schön ausgenutzt, die Wand. Und es ist echt, echt echt nice, ne? Es ist einfach cool. Das ist das, was es ausmacht. Das ist echt, echt spannend. Also guckt da rein, ihr seht es ja auch, ne? Es lohnt sich. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Da die Kreativität zu teilen und hier, ja, sich das anzugucken natürlich. Modernes Mädchenzimmer. Wow, das finde ich auch so schön. So, die können die Barbie einziehen. Pink and Black, ja, ist echt coole Farbkombi. Und hier haben wir von Albert Litt hier auch mitgemacht, ein Mädchenschlafzimmer. Ja, so ein bisschen diese Töne hier, was sind das eigentlich für Töne? So diese Lachstöne, so ein bisschen, ah. So, oh, Malerei, ein Malereizimmer, wow, auch schön, mit bunten Teppichen und richtig cool. Oh, nochmal mehr. Teenie-Zimmer hier. Oh, ist auch schön, ne? Was ihr auch mit dem Basisspiel hinbekommt, finde ich wirklich krass, ne? Die meisten haben sich echt dran gehalten. Ich finde es wirklich, wirklich cool, dass ihr das auch mitmacht, ne? Und ja, man muss einfach gucken, was man alles mit dem Basisspiel auch hinbekommt. Das ist auch so eine kleine, kleine, kleine Challenge. Aber ich denke, wir haben das richtig gut hinbekommen, oder? Was sagt ihr? Ja, ja, ja.
Haben wir das hinbekommen? Ja, ja. Mich würde auch mal generell interessieren, ja, macht ihr da so mit bei den Community Specials oder sagt ihr nie oder wieso eigentlich nicht oder wieso macht ihr mit? Was findet ihr besonders toll da dran und was nicht so vielleicht, ne? Vielleicht kann ich das dann auch noch irgendwie besser machen oder wir machen da was anderes nochmal draus oder was habt ihr Bock hier weiterhin zu machen, so was das Teilen, was Community-Projekte angeht? Da möchte ich das gerne mal wissen. Bitte in die Kommentare schreiben. Ein kleines Atelier hier von der Cat Lover. Wow. Cool. Auch wieder hier, ne? Ach, so cool. Es ist echt schön. Es ist wirklich schön. 20 Lilo 04 auch wieder. Wow. Macht nice, wenn ihr mehrere einrichtet. Sims-Fan 514. Wow. Ein Mädchenzimmer für das neue Base Game Family House von Sims-Fans.de. Sims-Fans.de ohne S, Mann. Ja, Mann. Mädchentraum, das ist echt schön eingerichtet. Wirklich, wirklich cool. Auch mit den Kerzen, ne? Die finden viele, glaube ich, toll. Ich habe die jetzt schon x-mal hier gesehen. Das ist sehr cool. Und Teenager-Girl-Zimmer. Ich sag schon wieder 20 Mal sehr cool, aber es ist auch wirklich sehr cool, ne? So, Teenager-Girl-Zimmer von 19048 Laura. Wow, mein Beitrag zum Community-Projekt. Ja, danke schön. Auch dir fürs Mitmachen. Finde ich echt schön. Die Gitarre und wow, auch hier wieder mit dieser Schrankwand, ne? Amazing. Was TK? Modern Teen Dreams. Auch ein schöner Name. Wow, das ist ein riesen Spiegel. Da kann man ja tanzen, du. Krass. Ara Lorak hat das gebaut, hier eingerichtet. Teenager Traum von 1.5. Oh, das lese ich nicht vor. Ja, boah, was hier, was ist das? Das ist ein Raum für ein Projekt. Was habt ihr für Namen eigentlich, ne? Sehr schön. Ja. Ja. Ja, es gibt wieder einen Community-Raum. Genau, das ist sehr gefreut. Ich habe mich auch voll gefreut, dass es mal endlich wieder was gibt, ne? Wir haben endlich wieder was gehabt hier. Schon lange her, das stimmt. Früher gab es das ein bisschen öfter. Irgendwie war es dann passend auch. Irgendwie kam dann ganz viele auf einmal und dann wieder irgendwie nichts mehr. Das war ein bisschen komisch geplant, aber ja, so ist es halt. Na, ich bin halt so ein bisschen verpeilt damit dann auch. So, Stefan Wie 840, ein Kinderzimmer. Wow. Noch mehr Pink hier. Also, wenn ihr ein pinkes Kinderzimmer sucht, dann findet ihr hier also, ne, eine Top-Auswahl, sag ich euch. Luna Bills, auch nochmal was mitgebracht. Boah, ist echt schön. Das sind auch wieder so schöne, kräftige Farben. Sehr cool, rot und grün. Und dann noch so ein bisschen Stein dazu. Sehr, 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 sehr schön. Family Fitness. Ja, ich habe lange drauf gewartet. Yes, wir haben ein Fitness Center. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Ja, natürlich. Guck mal an hier. Hallo. Voll schön. So mit Lila und Stein. Und es ist echt, echt nice hier. Viele haben diesen... Oh, es tut mir leid. Jetzt habe ich ein bisschen versetzt. Machen wir gleich rückgängig. Keine Angst. Das sieht auch cool aus. Dann hier so eine Nische. Das sieht aus wie so ein Wintergarten. Dann. Ja, aber ein sehr, sehr cooles Zimmer. Wahnsinn. Gefällt mir echt gut. Ne? Ist auch Base Games, auch so, ne, so ach, einfach irgendwie passt das komplett. Ne? Es ist echt spannend. So. So, wir gucken weiter. Was haben wir noch in der Gallery? In der Gallery. Derzeit beliebt, am beliebtesten. Wir gehen danach vor. Ich weiß, es ist immer schwierig. Ich kann es, glaube ich, nur falsch machen, egal wie ich das Ding sortiere. Es ist einfach, ja, es ist einfach schwierig. So, wir haben hier das Teen, das haben wir schon gehabt hier. Das haben wir, das Fitness und was gibt blaue Milch, das haben wir auch schon. Hä, wieso kommt es da oben jetzt, Family Fitness hier? Hä? Hat es wieder was umsortiert? Ich könnte doch manchmal hier ausrasten. Oder habe ich vorhin nicht richtig sortiert? Oh Mann, immer diese Galerie, echt. Ich könnte doch manchmal wirklich hier, ah, sorry. Ah, das ist doch blöd so. Was machst du denn immer? So, wo waren wir? Wo waren wir? Nicht, dass ich da wieder X überspringe hier. Wir waren hier irgendwo, glaube ich, oder? Da ist der Fitnessraum. Das hatten wir doch schon, oder? Kommt das, habt ihr das zweimal hochgeladen? Aber die hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon. Ja, ja, das ist irgendwie komisch. Ich check das nicht. So, wir gucken weiter. Was haben wir noch? Wie gesagt, sorry, wenn ich euer überscroll oder nicht finde hier. Sie was KC58. Auch wieder, wow. Blau. Für Jungs. Ja. Passt auch für Mädels, oder? Aber hier, wow, Think Pink hier von Danaby. Vergrößert hier, oder? Ist der vergrößert? Ich weiß gar nicht. Sind die so groß? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist vergrößert, ne? Das ist der hintere vergrößert. Als Trenn hier. Das passt auch sehr gut rein. Das ist eine tolle Idee. Ja, und die Sims kommen da noch vorbei, dann passt das. Die Vorhänge sind da nicht so blockierend. Industrial Room von der Trachexie. Oh, voll schön. Leute, es ist so krass. Es ist voll cool. Voll cool. Also ich weiß gar nicht, ich sehe es ja auch. Ne? Ich muss da gar nichts zu sagen. Es ist einfach cool. Es ist ein
wieder was ganz anderes. Ne? So ein bisschen rustikal hier hinten mit der Tapete, so Ticken, trotzdem moderne Möbel, ist auch schön, ne? Cool. Also jeder Raum sieht da auch anders aus, ne? Es ist so cool. Gemütliche Zimmeroase von Carol, wow. Dankeschön auch fürs Mitmachen dir. Und hier Musik- und Partyzimmer von Momo Papagei. Ja klar, du bist auch wieder mit dabei. So, wow, schön gelb. Und hier mit, wow, Musik und Party, hier so eine Bar. Das ist ja geil. Ist auch eine tolle Idee. Na, so einen Gemeinschaftsraum hier oben nochmal zu machen. Ein Wohlfühlbad, wow, von Jean-Michel. Ju. Mein Mädchentraum. Wow. Ist auch cool, ne? Bisschen auch hier wieder ein bisschen rustikal mit drin, so muss ich sagen. So Holz und so, ne? So eine Stuckdingens hier, ne? Cool. Schwestern groß und klein. Oh, das ist auch eine tolle Idee, ne? Mit so Kinder und mit zwei Kinder oder so. Grün-blaue Chillerea Boys. Was für ein Dinger? Chill Area Boys. Ach, jetzt hier, sorry. Dr. Hirnfussel, das habe ich gerade auch gedacht. Ein bisschen Hirnfussel hier. So, auch noch mit Story. Teenager Mario strebt es an, der große Spanner zu werden. Das ist so cool. Auch hier mit den Regalen wieder aus Wellness-Tag. Ah, echt schön. So, wir gucken weiter. Was haben wir noch? Teenager-Zimmer. That's amazing. Wieder pink, ne? Sims 4, Paola, Labala. Ein Büro für einen Psychiater. Hey, seid ihr wirklich irgendwie wieder krass drauf hier, ne? Von Bella. Das ist wirklich cool. Aber ist voll schön gemacht. Auch sowas. Natürlich, alles erlaubt. Ich finde es sogar cool, wenn da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Müssen nicht immer Schlafzimmer sein. Deichhexe 8.3. Sehr, sehr cool. Auch wieder so... So Urlaubsfeeling, ne? Passt unten rein auch dann. Wow, Blue Jean Room. Ja. Ist toll, ist ein schönes Zimmer. Es ist, wow, Hashtag grün. Ja, das ist wirklich Hashtag grün. Also das ist schon krass. Aber ich mag dieses Dunkelgrün eigentlich nicht so. Habe ich es noch nie gesagt. Nein, das Zimmer ist wohl cool. Danke dir auch. Teenie-Zimmer, Dead Sims Fan Love. Ja, so, wow. Ja, ein bisschen kahl, ne? Muss ich sagen auch. Aber es ist, ja, wieso nicht, ne? Mag's halt ordentlich hier. Für jeden ist was dabei. Ich sag's euch. Ja, wir haben Badezimmer auch voll schön, ja. Ja, ein schönes Badezimmer. Ich muss dazu auch nicht mehr sagen. Es ist einfach, also da findet, glaube ich, echt jeder was. Mädchentraum. Hier die Schränke so ein bisschen ineinander platziert, damit das ein schöner, breiter, großer Schrank wird. Ja, das ist echt ein Mädchentraum hier, würde ich schon sagen. Würde ich unterstreichen. Ein verträumtes Kinderzimmer. Ja, auch hier wieder das Hellblau, so ein bisschen Wiesentapeten. It's amazing. Danke. Base Family Büro. Wir haben ein Büro von Hans Dampf hier auch wieder mit dabei. Warst auch schon bei älteren Specials dabei. Ja. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Mia Blackie hat das hier eingerichtet. Ja, auch wieder dieses Blau, ne? Ich fahre da ein bisschen alle so ein bisschen auf das Blau ab, muss ich irgendwie so sagen. Aber sehr cool. Auch hier mit den Tapeten, mit dem Wechsel und so. Krass. Ich kann es nur immer wieder sagen, es lohnt sich, da auch selber mal reinzugucken. Guckt da rein, platziert die Räume, guckt euch an, wie das gemacht wurde. Holt euch hier die Inspiration hier mit dem Spiegel, das ist ein Spiegel, ne? Und dann hier so Regalbretter, das ist echt nice. So als Leiter, es ist so cool. Das ist so cool. Leonie P77, auch hier wieder, ne? Mit diesen Schränken hier schön in dem Eck. Krass. Sehr cool. Weiter geht's. Oh, nochmal ein Mädchentraum. Wir machen alle Mädchentraum hier. Mädchentraum Community Special. Teenage Room. So ein ähnliches hatten wir auch schon mal. Das ist ein bisschen anders hier. Wow, ist auch schön mit der Nische hier, die Aufteilung, ne? Das ist hier so. Ja. Perfekt hier. Perfetto. Gut, gehen wir weiter. Was haben wir noch? Base Family Büro hier von den Sims Bear. Hier gebaut haben. Sehr cool. Ja, so, hier ist auch wieder so, ne, mit den Schränken und dann was draufzustellen wie im Wohnzimmer unten. Das ist einfach eine coole Idee, oder? Und hier den Fernseher auf dem Tisch hier platziert. Echt gut. Also wirklich. Wirklich gut. Ich kann euch nur loben immer. Oh Mann. Wir haben so viel vor uns hier. Es ist so krass. Ihr baut auch alle mehrere Räume. Es ist so cool, Leute. Ne? Es ist wirklich. Ah, Mann. Ich freue mich da immer so. Ich finde das so klasse.
Künstlerraum, hier auch wieder, boah, das ist für jeden was dabei, sage ich euch, ne? Zimmer für Heranwachsende, das ist auch cool, ne? So ein bisschen weniger Teenager und nicht so Elternschlafzimmer, sondern mal so was Zwischending vielleicht, wie wär's denn mal? Ja, auch eine tolle Idee. Und hier ein Kids Room, ja, obligatorisch hier für jeden was dabei, echt klasse. Echt klasse, wow, nochmal ein Fitnessjugend. Boxsack, Schlaf, Fernsehzimmer mit Computer und allem drum und dran. Ja, da fehlt's an nix, ne? Da fehlt's wirklich an nix. Sehr cool. Sehr cool. So, ein Babyroom. Auch wieder schön. Auch wieder von Sims Bea. Das ist wieder auch die tot gebaut, ne? Mario Letka hat das gebaut hier. Wow, ein blauer Traum. Ich sag's doch, immer wieder blau heute, ne? Immer blau oder rosa. Ich hab's irgendwie mit blau und rosa. So, ein chaotisches Teenagerzimmer. Und der Vorhang, der geht bis nach unten, ne? Der ist, glaube ich, aus Dingens hier. Der ist aus Socke von Antonia, die aus Köln. Sehr cool, natürlich gefällt es mir. Hey, Wahnsinn. Dankeschön fürs Mitmachen. Oh, guckt euch das an. Sehr, sehr cool. Das ist auch wieder, ne? Es sind so viele Sachen, Leute. Es ist so krass. Es ist so, so krass. Es ist so krass einfach, ne? Prinzessinnenzimmer haben wir hier. Wir gucken mal so ein bisschen noch durch. Wir haben das Space Family House Zimmer hier, wow, mit grün, hier voll schön. Ein Arbeitszimmer von Lady und hier auch nochmal ein Büchertrunken. Was, Büchertrunken? Büchertrunken. Das sind wirklich viele Bücher, ne? Das ist eine kleine Bibliothek. Wieso denn nicht? Space Family Lehrraum. Hier haben wir ein Zimmer für jeden. Oh, ist auch eine gute Idee. Für jeden, ne? Für jeden was dabei hier. Young and Reckless. Ja, ja. So, chaotischer Teenie. Ja, ist auch schön, ne? Mit dem Poster und so. Und mit, ah. So, Guest Room. Ein Gästezimmer. Ist auch eine tolle Idee. Was haben wir da? Ein Twin Room für Zwillinge. Yes, wow. Sehr cool. Auch hier die Aufteilung so, ne? Das passt so 50-50 hier. Oh, amazing, Leute. Echt. So tolle Ideen. Also ich glaube, dass jetzt weiß jeder, was er als nächstes baut. Jeder hat so ein bisschen was aufgeschnappt aus jedem Zimmer. Ja, Dia de los Muertos. Hier, die Challenge. Der Challenge-Raum ist das ja von Soyage. Ja, auch cool. Oh, modernes Jugendzimmer hier. Büro, Nutella-Monster auch wieder mitgemacht. Aber hier wieder Objekt aus Packs. Ich habe doch gesagt, Basegame hier. Wisst ihr ja nicht. Aber ich fände es halt schön, ne, wenn viele Basegame dabei sind, sind es aber auch. Ne? Die meisten sind echt Basegame. Das freue ich mich hier. Das geht noch weiter hier unten. Ne? Ist noch nicht zu Ende der Balken. Es ist einfach Wahnsinn. Es ist so cool. Es ist so klasse, Leute. Danke, 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 danke. Guckt da rein. Guckt da selber auch nochmal rein. Es ist so, so cool. Es ist so, so cool. Es ist so, so... Ja, es ist einfach auch... Na, allein schon, wie viele da mitmachen. Ich finde es so krass. Vielen lieben Dank. Wir haben so eine schöne Zeit zusammen. Ich finde es... Hey... Das ist echt eins schöner als das andere. Guckt euch mal weiter runter. Ich bin sicher, da gibt es auch noch einige Schätze, ne? Das ist immer so ein bisschen, ja, die haben so viele Follower, die haben natürlich mehr Likes, ja. Guckt da unten rein. Ja, sucht die Schätze, findet die Schätze und die sind mindestens genauso schön wie die oben. Was im Kino wäre auch nicht schlecht, ne? Das ist eine tolle Idee auch, ne? Wer will doch nicht im Kino, ja. Kann sich jeder frei kombinieren. Vielen lieben Dank heute fürs Zuschauen. Wir sind am Ende des Community Showcase zum Base Family. Wie gesagt, wenn ich euch überscrollt habe, es tut mir so leid. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber ich kann die nicht alle zeigen. Ihr seht ja, wie viele das sind. Ja, oh, da kommen so tolle Sachen noch. Ich werde auf jeden Fall noch so ein bisschen reingucken. Könnt ihr auch machen. Einfach nach dem Hashtag BasedFamily suchen. Und ihr könnt natürlich weiterhin auch einrichten. Ne? Das Ding ist nicht fertig jetzt. Ihr könnt auch weiterhin einrichten. Und dann, wenn das BasedFamily-Haus fertig ist, kann sich jeder dann die Räume frei platzieren. Und wenn sich dann was verändert in der Familie, ne? Wechselt ihr einfach das Zimmer. Razzifazzi. Ist für jeden was dabei. Für jeden Sim. Für jeden Stil. Mit jeder Farbe, würde ich jetzt mal behaupten. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch auch gefallen hat, wie ich das so vorgestellt habe, dann klickt doch auf den Daumen nach oben. Vielen lieben Dank, ich freue mich. Und wir hören uns dann, ja, beim nächsten Community-Projekt spätestens. Nein, beim nächsten Mal Let's Build zum Base Family House oder jetzt dann einem anderen Video eurer Wahl. Macht's gut. Ciao.